herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Wie ihr seht, bin ich heute mit dem Greif Vanillepudding unterwegs. Und Vanillepudding und ich, wir sind hier gelandet an unserem ersten gemeinsamen Gemeinschaftsgrundstück. Gemeinschaftsgebäude, da gehen schon die Türen auf. Und das ist sie, hier ist der Vordereingang, hier ist so eine Art Eingangshalle und dann habt ihr hier den Flur, der schon mal ganz ordentlich Eindruck macht, glaube ich. Und hier auf der rechten Seite ist die ganze Bibliothek von uns. Die hat den Zweck, den Sinn, dass, wie ihr seht, stehen hier auf den Schildern auch die ganzen Namen der Tribes dran, Schnüffelstücke, The Evils, Smeargol, Ark Project. Wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, tut es mir leid, weiß ich auch gar nicht, Tenebrate, ob wir den auch jetzt schon drin haben, ich glaube ja. Styrion fehlt, glaube ich, noch. Irgendeiner fehlt noch. Meldet euch doch bitte, wenn ihr jetzt dem Server gejoint seid und ihr findet, hier fehlt noch ein Schild für euch. Meldet das bitte. Ich mache das unverzüglich rückgängig und beschrifte dann noch ein Schild für euch. Ist gar kein Ding. Ja, und die Bibliothek hat jetzt den Zweck und Sinn, dass wir handeln können. Hier drüben gibt's eine Art Schenke. Also hier können wir uns hinsetzen und mal zusammen über die ein oder anderen Sachen so quatschen und ratschen. Und ja, das soll es eigentlich nur schon sein zu der ganzen Geschichte hier. Die Kisten haben eine bestimmte Aufteilung. Und zwar, seht ihr, dass die beschriftet sind? Hier gibt es zum Beispiel eine Kiste, die heißt Annahmefrei. Alle Kisten, die hier stehen, sind in derselben Art und Weise ausgerichtet. Also ihr habt hier ein Schild und hinter diesem Schild stehen alle Kisten, die eurem Tribe gehören. So, und rechts anfangend ist immer die Kiste namens Annahmefrei. Das heißt, hier könnt ihr Sachen annehmen, die ohne Handel bedingt sind. Das heißt, irgendjemand, der der Meinung ist, ihr braucht vielleicht irgendetwas von ihm und der will nichts dafür haben, packt euch Sachen in die Annahme-Freikiste rein. Und das könnt ihr euch dann einfach rausnehmen, wenn ihr denkt, das ist gut oder ich schmeiß es halt weg, eins von beiden. So, dann gibt es Annahme-Handel. Ja, ihr kennt dann wahrscheinlich schon den Sinn des ganzen. Annahme-Handel ist die Kiste, wo ihr was annimmt, was aber einem Handel unterworfen ist quasi. Also, wenn jemand euch hier was reinpackt, dann will der dafür was haben. Und am besten packt er dann am besten noch einen Brief oder ein Zettelchen rein und schreibt drauf, was er denn dafür haben möchte und was er euch dafür in die Kiste reingetan hat, damit man das irgendwie zuordnen kann, denke ich mir. Wäre das eine ganz gute Sache. So, dann gibt es hier den vorletzten. Das ist der Abgabefrei. Der ist dafür da, dass ihr dort Sachen von euch reinlegt, die ihr nicht mehr haben wollt. Kann man jetzt bei uns, das müsste der von The Evil sein, ja. Bei uns ist jetzt hier auch nichts drin. Oh, wollte ich. Ja, bei uns ist auch nichts drin. Das heißt, ihr tut hier was rein, was ihr loswerden wollt und irgendjemand anderes, der was haben will und nicht dafür handeln möchte, schaut dann da rein und ja. Dann hier die letzte Kiste. Abgabe, Handel. Ist klar, ihr wollt handeln und wollt etwas abgeben und was das ist, packt ihr hinten in die Kiste. Könnt es aber genauso gut in die Annahme-Handel-Kiste von einem anderen Tribe packen. Wie ihr das macht und wollt, könnt ihr euch dann hier zum Beispiel drüben abkaspern in unserer großen Saufgelags- Tafel. ja, hier hinten soll noch Bier rein, deshalb habe ich noch ein paar Rohre mitgebracht und setze das Ganze gleich nochmal ans Wassersystem an, falls ich das hinbekomme. Dann hier oben im zweiten Stock haben wir einmal die Touristeninformationen für die Leute, die sich nicht so gut auskennen hier auf unserem Ragnarok-Server. Und dann kommen wir hier rein und sehen als erstes den Fremdenführer Horst. Fremdenführer Horst ist immer ganz gern für Spenden da. Braucht mal ein paar Levelchen. So.
Na, geht's dir gut, Fremdenführer? Ja, das ist fein. Du hast auch schon Eier gelegt, Horst. Das ist so schön für dich. Ja, das ist Fremdenführer Horst. Der ist eigentlich nur so ein kleines lustiges Gimmick, sag ich mal. Aber ich denke, ich werde ihn auch später nochmal für irgendwelche Minigames verwenden. Ich weiß noch nicht welche. Da mache ich mir noch einen Kopf drüber. So, wer weiß, vielleicht verschwindet der ja auch mal spurloserweise. Man weiß es nicht. So, hier ist die Terrasse. Hier fehlt noch eine Wand. Die muss ich noch setzen. Das sind die Duschen. Ihr könnt da reingehen und was trinken. Oder euch duschen eben. Und da gibt es hier drüben die Toiletten. Die sind auch schon ans Wassersystem angeschlossen. Könnt ihr euch draufsetzen und scheißen. Ne? Ist klar. Das sind unsere zwei Wächter. Zu denen gehen wir gleich noch runter. Dieses Zimmer hat noch keinerlei Verwendung. Aber ich nehme an, falls mir noch was einfällt, vielleicht für die ein oder anderen Minigames werde ich das nehmen. Ich weiß es nicht. Weiß ich noch nicht. Muss ich mir überlegen, was ich aus diesem kleinen dachschrägen Zimmer noch mache. Vielleicht mache ich hier noch, weiß ich nicht, noch ein anderes kleines Viech rein, was das Ganze hier so ein bisschen belebt. Ja. Das war's. Hier drüben, die Ecke, die sieht natürlich noch ein bisschen leer aus. Aber das wird hier nach und nach alles noch mit Schränken aufgefüllt. Je mehr Leute hier auf dem Server mitmachen, desto mehr Schränke brauchen wir auch. Und ich denke mal, dann passen hier noch 4 oder 3 Tribes hin. Die hier ebenfalls ihre Handelsschränke beziehen dürfen. Gut, gehen wir mal wieder raus. Das hier sind unsere Wächter. Das ist Wächter Ipona, Wächterin Ipona und Wächter Ikarus. Und die beiden passen auf, dass hier alles dufte bleibt. Und oben seht ihr ja, da gibt es jetzt nichts Besonderes, da kann man auch nicht hin. Das ist quasi einfach nur so ein kleiner Leuchtturm. Die sind mit Fackeln ausstaffiert. Hier unten, mache ich es gleich, hier oben habt ihr dann hier die ganzen Fackeln stehen. Und die sollen euch so ein bisschen helfen, das Gebäude zu erkennen, wenn es dunkel ist. Der Eingang ist auch nochmal beleuchtet. Hier drüben, wie gesagt, habt ihr ja vorhin schon gesehen, die Futterbox, tut da auch gerne euer Zeug rein, wenn ihr ein Tier mitgebracht habt und das hier eine Weile auskommen muss. Und dann haben wir hier drüben Schränke. Die werden jetzt, glaube ich, ab dem heutigen Zeitpunkt auch nicht mehr benötigt. Da ist alles mögliche Zeug drin. Holz, Öl, Zement, was der Henker will. Metall ist auch noch mit dabei. Kristall in rauen Mengen. Das haben wir uns alles ercheatet, um das Objekt hier schnellstmöglich auf die Beine stellen zu können. Die Texturen sind selbst gebaut von mir und meinem Freund. Und ich hoffe, das Gebäude gefällt. Das ist der Handelskontor, nenne ich es immer liebevoll. Wie ihr dazu sagt, könnt ihr entscheiden. Auf jeden Fall ist das so unser Gemeinschaftsgebäude für unseren Community-Server. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja, wie gesagt, an die Schränke da, die sind entsperrt, da könnt ihr ran. Schnappt euch da, was ihr gebrauchen könnt und nehmt das für euren eigenen Base-Ausbau. Gerne, wenn ihr wollt. Wie gesagt, genügend ist für alle da. Und hier hinten muss ich jetzt eben nochmal die Bierfässer anschließen. Und Bier reinmachen, weil ohne Bier macht das Handeln ja auch keinen Spaß. Jo, ihr habt diese Terrassen gesehen, wo auch Wasserzisternen drauf sind. Da könnt ihr auch eure Dinos abstellen. Und ja, das war's soweit zum Handelskontor.
So, da bin ich wieder. Und zwar mit dem ersten Koordinaten, die ihr braucht. Das ist, um genau zu sein, 33,5 mal 68,8. Sind wir jetzt knapp daneben, aber um es genau zu sagen, es geht hier eigentlich um den Baumstamm. Und hier komme ich hier durch. Muss ich jetzt gerade mal gucken. Tatsache, geil. Hier müsste irgendwo, jetzt, hier, da müsste jetzt irgendwo ein Ei sein. Ich guck mal hier unten drunter vielleicht, dass da was in der Nische. Nein. Aber das wäre die... Hier ist ein Nest. Aber da liegt kein Ei drin. Also. Hier neben dem Baumstamm linkerseits habt ihr das Nest liegen. Links die Karte, rechts das GPS. Holt euch das auf jeden Fall. Nächster Punkt. 47,0 mal 51,7. Ich bin knapp oben drüber. Knapp dran vorbeigeflogen hier unten. Und Mama fliegt irgendwo da vorne rum. Da ist sogar eins drin. Gucken wir mal rein. Also merken kann man sich das, dass das Wüstengebiet direkt nebenan liegt, ne? Wüstengebiet. Und da hinten ist der blaue Obelisk. Hier. Zum nächsten Punkt. Nest Nummer 3. Bei den Koordinaten 42,7 mal 55,2. Wieder in der Nähe des Wüstengebietes. Kurzer Rundumblick. Und da unten ist es. Mit Ei sogar. Zwei Eier sogar. Die Wölfis versuchen hochzukommen. Mutti scheint nicht da zu sein. Ich guck mal ganz kurz, was das Ei hier. Level 15 und Level... Oh! Alter! Nehme ich mal mit, ne? Tschüss! Nächster Punkt. 38,0 mal 65,1. Ich glaube, hier ist keins. Selbst hier unten am Berghang ist nichts.
müsste es sein. Hier, genau unter mir. Hier ist aber keins. Anscheinend kein Wildfang in der Nähe. Gut. Schade. Also genau hier am Ende müsste es eigentlich sein. So, nächstes Nest. Das letzte. Bei der Lokation 44,2 mal 58,9. Auch wieder neben der Wüste direkt. Müsste direkt hier sein. Ist aber nichts. In so einem Talkessel sehe ich gerade. Und das war es eigentlich schon mit den Lokationen der Eisweifern-Eier. Das sind an die Zahl genau 5, wenn ich jetzt nicht richtig irre. Also ich nenne jetzt nochmal alle Lokationen. Bei 33,5 mal 68,8 ist die erste. Dann bei 47,0 mal 51,7 die zweite. Die dritte bei 42,7 mal 55,2. Die vierte bei 38,0 mal 65,1. Und die fünfte bei 44,2 mal 58,9. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jetzt gehe ich nochmal ein Eisweifern ausprobieren.